5 Journalistikstudentinnen, eine Dozentin und 4 Tage Zeit, einen Film zu produzieren. Wir begleiten ein Team der KU Eichstätt beim Dreh. Themenfindung, Recherche und Produktion. Also wir haben uns als Beitragsthema überlegt, dass wir gerne den interreligiösen Dialog zwischen Muslimen und Christen in Eichstätt machen würden. Ganz schön kompliziertes Thema. Da braucht es viel Planung und Recherche. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. Vorgespräch mit Dozentin Franziska Roth. Die erfahrene Fernsehjournalistin unterstützt das Team, gibt noch gute Tipps für den ersten Dreh. Alles geklärt? Dann kann's losgehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade, weil wir jetzt dann gleich zum Dreh starten. Wir haben eben schon die Sachen ausgeliehen, Kamera, Stative und so. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Das ist ja doch ein schwieriges Thema. Aber ich hoffe einfach mal das Beste. Wir sind ja auch ein gutes Team und deswegen bin ich mal optimistisch. Kurze Drehortbesichtigung, Kameraeinstellung checken und noch einmal Rücksprache mit der Dozentin halten. Dann wird es ernst. Das erste Interview mit dem evangelischen Pfarrer. Und dann keine Zeit verlieren. Weiter zum nächsten Drehort. Journalismus unter Realbedingungen. Beleuchtung, Bildkomposition und Tonpegel müssen stimmen. Und natürlich die Fragen. Verantwortlich, eben wie Sie sagen, Ängste, Vorurteile abzubauen, die gibt es ja. Ja, hängt zusammen. Nach dem Drehtag beginnt die trockene Arbeit. Das Team sichtet das Material und wertet es aus. Aber auch das macht Spaß. So, auf den ersten Blick sieht das schon so aus, als wäre da was dabei. Morgen früh geht es dann weiter und wir gehen dann jetzt auch mal nach Hause und schlafen, weil wir sind jetzt doch ganz schön geschafft, obwohl es schön war heute. Die Studentinnen sind mit dem ersten Tag zufrieden. Und was sagt die Dozentin? Große Mühe haben sich alle gegeben. Es ist echt ein bisschen schwierig mit der Technik, dass man auf so viel achten muss. Bin ich ja auch nicht gewohnt aus meiner Praxis. Aber ich glaube, da wird ein Film draus. Der nächste Tag. Treffen an der Eichstätter Moschee. Vor diesem Dreh haben die Studentinnen am meisten Respekt. Nicht nur, was die Kleiderordnung angeht. Was halt auch ein bisschen schwierig werden könnte, ist, wir sollen halt sehr, sehr ruhig sein, weil logischerweise ja vorne der Imam steht und die Predigt hält. Und wenn wir da halt Sachen umbauen müssen, das könnte unter Umständen dann vielleicht doch mal ein bisschen lauter werden. Für Anna und Leonie ist der Dreh ein Einblick in eine ganz neue Welt. Das letzte Interview läuft ohne Probleme. Wir machen das. Ja, wir sind hier aufgewachsen. Die Sorgen der Studentinnen haben sich nicht bestätigt. Also wir waren auch unten und haben gefilmt und wir haben auch die Leute alle gefragt, ob wir sie filmen dürfen. Alle so, ja klar, kein Problem und dies und das und waren alle voll happy und haben uns geholfen und das war einfach schön. Also es war einfach ein schöner Tag heute. Nach dem Gebet treffen sich die Mitglieder der muslimischen Gemeinde noch zum Essen. Auch hier ist das Filmteam dabei. Gute Töne, tolles Filmmaterial, leckeres Essen. Der perfekte Abschluss für einen erfolgreichen Drehtag. Es war wirklich sehr spannend. Ich glaube, wir haben ein paar gute Bilder bekommen. Vor allem von den Damen, wie sie gekocht haben. Es waren schöne Bilder. Ich glaube, es war gut. Noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren. Jetzt wird geschnitten. 2 Tage ohne Pause im Fernsehstudio der Universität. Den haben wir auch ausgemacht. Die letzten Schritte, dann ist es geschafft. Für die Muslime in der Eichstätter Moschee wird sich also entzünden. Der Text ist fertig und der Film auch. Es war total geil, es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war voll interessant, aber auch mega anstrengend und wir sind jetzt alle auch ein bisschen kaputt, oder? Ja, also ich bin auch wirklich todmüde. Ich glaube, den anderen hier geht es auch nicht anders. Und 4 Tage wirklich Power arbeiten, aber es hat echt Spaß gemacht und ich glaube, jetzt gleich stoßen wir nochmal drauf ab.